Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch einmal meinen Schaschliktopf vorstellen. Total einfach, schnell gemacht und richtig lecker. Wer meine Ofensuppe mag, mag diesen Schaschliktopf ganz bestimmt. Habt ihr Lust? Dann schaut weiter und kocht ihn nach. Und das sind meine Zutaten. Ich habe mir Schweinenacken geholt und habe den gewürfelt. Bei mir sind es jetzt 700 bis 800 Gramm ungefähr. Ihr könnt auch gerne ein Kilo nehmen. Dann habe ich durchwachsenen Speck. Das sind auch so 160 Gramm ungefähr. Geht auch 200, kein Problem. Dann habe ich zwei Knoblauchzehen, drei Zwiebeln, könnt auch vier nehmen. Dann habe ich zweieinhalb Paprikaschoten, die waren noch über, ansonsten nehme ich drei. Dann brauche ich passierte Tomaten, Tomatenketchup, ein bisschen Essig, ein bisschen Apfelsaft. Normalerweise kommt der Schaschlik-Gewürz da rein. Habe ich im Moment nicht, ich habe Spießbratengewürz genommen. Schmeckt auch total klasse. Dann brauche ich Curry. Paprika rosenscharf, Paprika edelsüß, Pfeffer, Salz und ein bisschen Zucker. So, und jetzt geht's los. So, und mit den passierten Tomaten fange ich an. Und zwar brauche ich da 250 Milliliter oder Gramm. Das genaue Rezept steht wie immer unter dem langen Video, wenn ihr auf mehr klickt. Und da gebe ich jetzt meine Gewürze rein. Und zwar brauche ich Currypulver. Und zwar brauche ich da zwei Teelöffel von. Dann habe ich meinen Rosenscharf-Paprika. Dann nehme ich einen von. Dann Paprikapulver. Edelsüß. Oh, passt nicht rein. Okay. Dann machen wir es so. Davon brauche ich zwei. Dann geht es weiter mit Salz. Ein Teelöffel. Einen halben Teelöffel Pfeffer. Zucker brauchen wir auch noch. Davon nehme ich jetzt mal einen Teelöffel, weil der Ketchup hat ja auch genügend Zucker. Dann geht es weiter mit meinem Schaschlikpulver oder Spießbratengewürz. Davon nehme ich, ja, ich denke, drei oder vier nehme ich davon. Drei gehäufte. Dann brauche ich noch ein bisschen Essig. Und zwar einen Esslöffel voll. Und hier kommt jetzt auch mein Tomatenketchup rein. Und zwar sind es bei mir 300 Gramm. Ich habe euch noch vergessen, das Tomatenmark hinzulegen. Auch hiervon gibt es noch einen Esslöffel rein. Ungefähr. So, jetzt rühre ich das Ganze einmal um. Und das sind schon fast alle Zutaten von meiner Marinade. Und ich sage euch, die ist echt lecker, diese Soße. Mit den Gewürzen könnt ihr natürlich ein bisschen variieren, je nachdem, wie ihr das mögt. Etwas schärfer, dann etwas mehr Chili. Ach, nicht Chili, Curry oder eben Rosenscharf-Paprika. Meiner steht auch schon wieder etwas länger, der Rosenscharf-Paprika. Dann ist der nämlich nicht mehr so scharf, habe ich festgestellt. Aber ihr wisst ja, so scharf mag ich es nicht. Darum lieber ein bisschen vorsichtiger herangehen und nachher nachwürzen. So, und jetzt kommt noch der Apfelsaft da rein. Das sind bei mir 200 Milliliter. So, das ist die Soße, die ist jetzt fertig. Die stelle ich jetzt einmal an die Seite. Das Fleisch brauche ich im Moment auch nicht, das kommt auch an die Seite. So, und bei mir geht es jetzt weiter mit dem Paprika. Einmal abgewaschen und die werden jetzt in mundgerechte Stücke einmal geschnitten. Und zwar so. Und weiter geht es mit den Zwiebeln. Und zwar mache ich da jetzt Achtel raus.
und lege die dann auch nochmal auf einen Teller. So, auch die sind fertig. Jetzt habe ich hier noch meinen Speck. Das sind um die 200 Gramm, ja. Und die gebe ich jetzt einfach in mundgerechte Stücke, schneide ich die. Auch das ist fertig. Jetzt habe ich noch meine zwei Knoblauchzehen. Die könnt ihr hacken oder reiben oder durch eine Presse geben. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Den Backofen habe ich auch schon auf 220 Grad eingestellt, weil ja gleich mein gusseiserner Topf da reinkommt und der sofort die Hitze wegnimmt. Darum schon mal ein bisschen höher. So, ein ganz bisschen Öl habe ich in die Pfanne schon gegeben und da kommen jetzt meine Speckwürfelchen rein. Und die werden jetzt einmal angebraten. Und wenn es knusprig gebraten ist, so ein bisschen, dann gebe ich das jetzt in meinen Topf. Und zwar hat mein Mann mir seinen Dutch Oven, also seinen gusseisernen Topf, mal gegeben. Den darf ich mal benutzen. Und da gebe ich jetzt meine Speckwürfel einmal rein. Das Fett lasse ich in der Pfanne, weil damit brate ich gleich weiter. So. Und jetzt kommen da nämlich die Zwiebeln rein. Und auch die einmal ein bisschen anrösten. Und wenn die ein bisschen Farbe bekommen haben, kommen die auch mit in den Topf. Ich habe jetzt diesen Topf hier ausgesucht, weil der auch einen Deckel hat. Also ihr braucht auf jeden Fall ein Gefäß für diesen Schaschlik-Topf, der einen Deckel hat, weil sonst gibt es hässliche Spritzflecken im Backofen. So, das gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem Paprika. Ich gebe noch ein ganz bisschen Öl dazu. Und auch die brate ich ein bisschen scharf an. Und wenn die ein bisschen Farbe bekommen haben, kommen die auch mit in den Topf. So, nochmal ein bisschen Öl in die Pfanne. Ich habe jetzt noch mein Fleisch. Ihr könnt es anbraten, müsst ihr aber nicht. Ich habe festgestellt, dass es keinen großen Unterschied macht, ob es nachher zart oder nicht zart ist. Aber ich brate es jetzt einmal an. Und zwar muss die Pfanne richtig heiß sein und dann nur 2-3 Minuten. So, das reicht schon. Und jetzt kommt es mit in meinen Topf. So, als letztes gebe ich jetzt noch mein, wie heißt es denn? Knoblauch rein. Ich habe ihn jetzt gerieben. Ihr könnt ihn noch hacken oder mit der Presse einmal durchdrücken. Ein oder zwei Zehen. Als letztes kommt jetzt die leckere Soße darüber. Das schmeckt fast noch besser als in der Pommesbude, diese Soße. Aber probiert es lieber selber einmal aus und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. So, ich rühre das jetzt so ein ganz bisschen um. Und dann kommt das jetzt gleich in den vorgeheizten Backofen. Deckel drauf. Und dann einfach kochen lassen. Das ist richtig, richtig lecker. Probiert es aus. Das ganze Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Da stehen alle wichtigen Daten drin. Wenn ihr zweimal auf mehr klickt, dann klappt das auf. So, jetzt kommt mein Deckel drauf. Und jetzt kommt es bei 150 Grad 90 Minuten in den Backofen. Und dann ist das lecker, ich sage es euch. So, liebe Freunde, die Zeit ist um. Und das ist mein Schaschliktopf. Ganz einfach, ganz lecker. Schaut euch das mal an. Und richtig zart das Fleisch. Wir machen da mal Pommes zu. Manchmal essen wir auch Nudeln dazu oder auch Kartoffeln. Man kann es gut vorbereiten. Und es ist wirklich richtig lecker. Und wenn die Grillsaison anfängt, könnt ihr das gerne auch auf dem Gasgrill machen. Auch das funktioniert. So, das war's schon. Mein leckerer Schaschliktopf. Ganz einfach, gelingsicher und so gut. Lasst mir gerne einen Daumen da oder auch einen Kommentar. Ich bin gespannt, wie es euch geschmeckt hat. Bis bald. Tschüss.